Nunmehr rufe ich Tagesordnungspunkt 20 auf, Antrag Aktuelle Stunde der Fraktion der CDU zum Haushaltsabschluss 2018. Solide und nachhaltige Finanzpolitik zahlt sich aus. Das Wort hat zur Begründung oder zum Beginn der Aktuellen Stunde der Kollege Reul, dem ich das hiermit auch erteile. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Vor gut einer Woche hat unser Finanzminister Dr. Thomas Schäfer den Haushaltsabschluss für das Jahr 2018 vorgestellt und konnte dabei eine beeindruckende Haushaltsverbesserung verkünden von insgesamt 1 Milliarde €. Das Ergebnis führt dazu, dass das Land Hessen insgesamt jetzt schon zum dritten Mal hintereinander ohne neue Schulden auskommt. Und wir sind, das ist auch sehr besonders, auch in der Lage, insgesamt 200 Millionen € Altschulden zu tilgen. Bis zum Ende der Wahlperiode wollen wir, und das ist unser gemeinsames Ziel, es sogar schaffen, dass wir insgesamt 1,7 Milliarden € Altschulden tilgen werden können. Wenn man insgesamt die letzten Jahre anschaut, ist dieser Erfolg in dem abgelaufenen Jahr kein Einzelfall. In den insgesamt letzten 5 Jahren wurden die Haushalte insgesamt mit einer Verbesserung von 2 Milliarden € abgeschlossen, und dies immer besser als geplant. Insgesamt, meine Damen und Herren, können wir festhalten, wenn wir uns diese Zahlen anschauen, dass die finanzielle Trendwende geschafft ist. Wir leben nicht mehr auf Pump zulasten künftiger Generationen, sondern sind in der Lage, mit dem Geld auszukommen, das wir zur Verfügung haben. Dies ist, und das betone ich ausdrücklich, generationengerechte Politik im Sinne unserer Kinder und Enkel. Aber auch, und das muss man festhalten, der aktuellen Generation nützt diese Politik mit Augenmaß, die CDU und GRÜNE zusammen hier in Hessen veranstalten. Insgesamt, nämlich durch diese gute Politik, gelingt es uns, insgesamt 50 Millionen € an Zinsbelastung einzusparen, die wir an anderer Stelle wieder sinnvoll investieren können und die auch in der Zukunft Wirkung entfalten können. Diese positive Entwicklung, das wissen Sie, ist in den vergangenen Jahren kein Zufall gewesen, sondern beruht auf einer sehr guten Gemeinschaftsleistung. Es ist selbstverständlich, und das wissen wir, der guten konjunkturellen Lage auch geschuldet. Wir wissen, ein Wirtschaftswachstum und niedrige Zinsen, das ist die Grundlage dafür, dass die Steuereinnahmen in den letzten Jahren höher waren, als wir das erwarten konnten. Aber, und das ist entscheidend, dies sind nicht allein die Faktoren, sondern es gehört natürlich auch dazu, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen von der Regierung von CDU und GRÜNEN in den letzten Jahren immer mit Augenmaß gesetzt waren und die diesen Erfolg erst dann wieder möglich gemacht haben. Wir haben auch, und das ist sehr wichtig in der Debatte, auch wenn man daran anschließt, was wir in der letzten Legislaturperiode gemeinsam diskutiert haben, wir haben immer wieder auch den Versuchungen widerstanden, teure Wahlgeschenke zu machen und damit finanzielle Verpflichtungen für die Zukunft einzugehen, denen wir dann auch in schlechten Zeiten nachkommen müssten. Trotzdem waren wir immer in der Lage, wichtige Zukunftsinvestitionen, ich nenne da den Straßen- und Radwegebau oder auch in unsere Sicherheit, zu tätigen. Wir haben mit der Hessenkasse die Kassenkredite der Kommunen abgelöst, ein einzigartiges Programm in ganz Deutschland, was wirklich ein Leuchtturm gewesen ist und auch immer noch ist, dass dies gelungen ist, die Kommunen von ihren Krediten zu entlasten. Ein hervorragendes Programm. Dazu kommt, und das muss man erwähnen, ein kommunaler Finanzausgleich, der sich in den letzten 10 Jahren nahezu verdoppelt hat. Und auch dies, wenn man das zusammen erwähnt, kommt dazu. Ich erinnere auch an den kommunalen Schutzschirm, den der ein oder andere schon vergessen hat. Dazu kommt natürlich auch unsere Investitionsprogramme KIP I, KIP II in einem Volumen von über 1,5 Milliarden €, die
dann aufsummiert zwischen 14 und 15 Milliarden € eine Entlastung für unsere Kommunen bedeuten. Und dies zu schultern, dies darzustellen, ist eine einzigartige Leistung, die es bundesweit dann auch hervorzuheben. Aber wir dürfen uns auf diesem Erfolg auch nicht ausruhen, denn wir sind weiterhin unseren Bürgerinnen und Bürgern verpflichtet, auch zukünftig eine nachhaltige und solide Finanzpolitik zu machen. Einen Euro kann man immer nur einmal ausgeben. Das sollte uns gemeinsam bewusst sein, auch wenn wir uns in zukünftigen Haushaltsberatungen befinden. Der Finanzminister hat bei der Vorstellung des Haushaltsabschlusses angedeutet, dass der Aufschwung der vergangenen Jahre an Kraft verlieren könnte. Ein Indikator ist dafür auch der geringere Zahlung in den Länderfinanzausgleich. Wir müssen uns aber trotzdem Herr Kollege den zukünftigen Sie haben die Zeit im Griff. Jawohl, ich komme gleich zum Ende. Die Herausforderungen, vor denen wir stehen, werden wir auch in der Zukunft meistern müssen, auch wenn sie nicht einfacher werden. Wir haben eine vorausschauende Haushaltspolitik von Bündnis 90 und CDU. Wir werden dies auch weiterhin so gemeinsam erfolgreich fortführen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Reul. Sie haben die Mehrwertsteuer voll mitgenommen. Nun kommt Frau Kollegin Schardt-Sauer. Ja, werter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Die Aktuelle Stunde der Kollegen der CDU-Fraktion trägt das Thema Haushaltsabschluss 2018. Solide und nachhaltige Finanzpolitik zahlt sich aus. Finanzminister Dr. Schäfer hat am vergangenen Mittwoch in einer Pressekonferenz den vorläufigen Haushaltsabschluss 2018 vorgestellt. Heute soll oder wurde dies gefeiert. Leider müssen wir die Feierstunde stören. Die präsentierte Geburtstagstorte ist keineswegs makellos. Im Ergebnis hat Hessen 1 Milliarde € Überschuss erwirtschaftet. Dabei entfielen 348 Millionen € mehr Steuereinnahmen nach dem Länderfinanzausgleich, 248 Millionen € für geplante, leider nicht realisierte Investitionen, 208 Millionen € für nicht benötigte Personalmittel. Den Haushaltsüberschuss von 1 Milliarde € hat die Landesregierung wie folgt verteilt: 200 Millionen € in die Schuldentilgung, 70 Millionen € in die Zuführung Erhöhung Konjunkturrücklage, 186 Millionen € zu dem sogenannten Alterssparbuch Hessen und 545 Millionen € Stärkung der sogenannten Rücklagen der Ministerien. Werte Kolleginnen und Kollegen, aus Sicht der Freien Demokraten fußt eine gute Haushaltspolitik auf drei Säulen: Vorsorgen, investieren, konsolidieren. Allen drei Ansprüchen muss man der Landesregierung attestieren, Klassenziel nur teilweise erreicht. Erstens zum Thema Vorsorge. Durch die Verbesserung des Jahresergebnisses wurden weitere 70 Millionen € der Konjunkturrücklage zugeführt, also insgesamt eine Zuführung von 200 Millionen €. Das Alterssparbuch wird um zusätzliche 186 Millionen € aufgestockt. Wir meinen, es muss mehr Vorsorge durch eine höhere Zuführung erfolgen. Punkt 2, investieren. Die Investitionsquote betrug in Hessen 7,2 %. Damit bleibt die Investitionsquote seit der Regierungsübernahme durch Schwarz-Grün auf bekannt niedrigem Niveau und weiterhin unter dem Durchschnitt vergleichbarer Flächenländer. Bayern zum Beispiel, werte Kolleginnen und Kollegen, hat eine Investitionsquote von mehr als 10 %. Und im Durchschnitt der Legislaturperiode betrug die schwarz-grüne Investitionsquote gerade einmal 7,44 %. 2009 bis 2013 betrug die Investitionsquote hingegen im Durchschnitt 10,62 %. Und dass mehr Investitionen in Infrastruktur, Forschung, Bildung und was hier noch aufgerufen wird an Kernbereichen, dürfte jedoch unstrittig sein. Es muss also für künftige Haushaltsplanung und deren Vollzug genauer auf die realisierbaren Investitionen geschaut werden. Ja, man muss sie auch beherzt angehen und auch tatsächlich wollen, wie z. B. im Bereich Straßenbau, wo man noch so ein bisschen an der Entschlussfreude arbeitet.
Lassen Sie mich zum dritten Punkt kommen, konsolidieren. Hessen schafft 2018 zum dritten Mal eine schwarze Null, tilgt 200 Millionen € Schulden. Im Haushaltsplan 2018 war keine Tilgung vorgesehen. Der Finanzminister und die Fraktionen feiern das als Riesenerfolg. Na ja, bei einem solchen Überschuss ist das erstens keine Kunst und ist natürlich PR-taktisch geschickt, vorher 0 € Tilgung zu planen und dann sich die zwingend ergebende Zahl von 200 Millionen Hosianna zu feiern. Das muss sich ändern von der strategischen Planung. Und wenn man, wie Sie, Herr Finanzminister, für das Jahr 2018 eine Ergebnisverbesserung von 1 Milliarde € feststellt und dann nur ein Fünftel zur Altschuldentilgung verwendet, macht das eines deutlich, dass Ihnen Schuldentilgung nicht besonders wichtig ist. Wenn Hessen bei diesem Weg bleibt, diese Geschwindigkeit wird es über 200 Jahre dauern, den Schuldenberg von über 40 Milliarden € abzubauen. Wir Freien Demokraten bezeichnen das als Schuldentilgung im Schneckentempo. Wir Freie Demokraten sind der festen Überzeugung, dass für eine solide und generationengerechte, eine nachhaltige Finanzpolitik ein ambitionierter Schuldenabbau gerade in den Zeiten, noch guten Zeiten hoher Einnahmen notwendig ist. Je weniger Schulden Hessen hat, umso größer, das ist doch das kleine Einmaleins, der politische Handlungs- und Gestaltungsspielraum für künftige Generationen. Frau Kollegin, darf ich Sie auf die Redezeit hinweisen? Ich versuch's. Und, Herr Finanzminister, mit Schuldentilgung wappnen wir uns auch gegen Zinserhöhungen. Der Haushaltsabschluss 2018 bildet auch den Abschluss der ersten Legislatur von Schwarz-Grün. Und angesichts der guten wirtschaftlichen Situation der Überschüsse ist das Ergebnis eher ernüchternd. Bitte kommen Sie zum Schluss. 545 Millionen €, auf die möchte ich schon noch hinweisen, weil das wird noch einmal ein interessantes Thema sein, die sogenannte Rücklage der Ministerien. Da kann man viel Fantasie entwickeln, was man damit alles so machen könnte. Aus Sicht der Freien Demokraten hätten diese 545 Millionen € woanders hingehört. Mehr Schuldentilgung, mehr Investitionen, stärkere Vorsorge. Und dann wären wir bei der Geburtstagsfeier auch keine Störer mehr, sondern würden eine solche Haushaltspolitik auch feiern. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Schatzauer. Wir feiern 1 Minute 13 überzogen. Als nächstes kommt der Kollege Weiß. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Hessen schafft den Hattrick mit großem Tamtam vorgestellt. Gut, dass es inzwischen den Videoschiri gibt, der sich das eine oder andere Tor im Nachhinein noch einmal anschauen kann. 1 Milliarde € Verbesserung im Haushaltsvollzug 2018 soll erreicht worden sein. Laut CDU, und so lautet der Titel der Aktuellen Stunde, ist dies ein Ergebnis solider und nachhaltiger Finanzpolitik. Wie setzt sich diese sogenannte Verbesserung zusammen? Fast eine Viertelmilliarde davon sind nicht getätigte Investitionen. Mehr als das Doppelte als das Landesstraßenbaubudget wurde bei den Investitionen nicht ausgegeben. Und, Herr Kollege Reul, ich verstehe nicht so ganz, warum aus Ihrer Sicht das ein Grund zum Feiern ist. Ich habe dem Haushalt ja nicht zugestimmt, aber Sie haben ihm ja zugestimmt. Das ist ja Ihr Haushalt, nicht meiner. Ich müsste mich darüber ja nicht ärgern. Aber wenn ich Sie wäre und ich hätte Ihren Haushalt beschlossen, das sind ja nicht nur nette Hinweise an die Landesregierung, und davon ist eine Viertelmilliarde nicht umgesetzt worden an den Investitionen von dem Haushalt, den ich beschlossen habe, da würde ich mich nicht darüber freuen, würde ich mich eher darüber ärgern. Der Grund dafür, so hieß es bei der Vorstellung des Jahresabschlusses, seien Kapazitätsauslastungen durch Konjunktur. Das ist der nächste Punkt, wo ich nur sagen kann, das ist ein hausgemachtes Problem. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wer am Personal spart, wer Stellen abbaut, siehe Hessenmobil, wer outsourced, der konkurriert im Boom halt mit Dritten um Planer und Ingenieure und muss sich dann nicht wundern, wenn er dementsprechend das Personal nicht hat, um die Investitionen auch nicht umzusetzen. Hausgemachtes Problem. Der zweite Punkt.
Der zweite Punkt. 208 Millionen € wurden nicht ausgegeben wegen nicht besetzter Stellen im öffentlichen Dienst. Auch das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist kein Grund zum Feiern. Das ist ein hausgemachtes Problem. Sie haben im Jahr 2018 eiligst im Wahljahr Stellen geschaffen, die Sie selbst vorher über Jahre abgebaut haben. Und dann wundern Sie sich jetzt und beklagen sich jetzt, dass Sie diese Stellen nicht besetzen können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist ein hausgemachtes Problem. Und im Übrigen, wer vorher selbst zu wenig ausgebildet und den öffentlichen Dienst über Jahre unattraktiv gemacht hat, der darf sich nicht beklagen, wenn er Stellen nicht besetzen kann, und er darf sich erst recht nicht dafür feiern. Der dritte Punkt, Länderfinanzausgleich. Sie rechnen mit 348 Millionen € weniger nach Steuern als im Plan. Im Vergleich zu 2017 sind es sogar 800 Millionen € weniger, die in den Länderfinanzausgleich eingezahlt wurden. Ich habe mich schon gewundert am Anfang, als die Zahlen bekannt gegeben wurden, warum es hier überhaupt gar keine der üblichen Jammer-PMs gab, die sonst immer vom Finanzministerium kommen. Wir kriegen sonst ja immer ungezählte Aktuelle Stunden, wo der Minister sich dann hier hinstellt, sich minutenlang das Sakko nass weint, was er alles in den Länderfinanzausgleich einzahlen muss. Da kam dies Jahr nichts davon. Und warum? In 2018 die niedrigsten LFA-Zahlungen seit 7 Jahren, so wenig wie noch nie unter Schwarz-Grün. Herr Boddenberg ist jetzt nicht da. Ich habe ihm gestern gut zugehört. Er ist doch da. Ich habe Ihnen gestern gut zugehört. Da haben Sie uns ja entgegengehalten, als wir gesagt haben, dass die Schulden verdoppelt wurden. Sie müssten ja so viel in den Länderfinanzausgleich zahlen, weil Sie so erfolgreich seien. Herr Boddenberg, bei dieser Argumentation müssen Sie sich natürlich heute entgegenhalten, dass die niedrigste Zahlung in den LFA seit 7 Jahren eben auch bedeutet, dass die Finanzkraft des Landes unter Schwarz-Grün in den letzten 5 Jahren abgenommen hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, hausgemachtes Problem, kein Grund zum Feiern. Alleine diese drei Beispiele machen eine Dreiviertelmilliarde aus, drei Viertel der angeblichen Verbesserungen im Haushalt. Das sind keine Erfolge, das ist dreimal Scheitern. Das sind keine drei Tore, das sind drei Eigentore, Herr Minister Schäfer, und die zählen beim Hattrick nicht mit. Deswegen kein Hattrick. Das können Sie sich vom Kollegen Decker einmal erklären lassen. Zum restlichen Viertel Ihrer angeblichen Erfolge zählen übrigens 170 Millionen € Zinseinsparungen. Auch das ist kein Eigenlob wert. Das ist ein Lob, das Sie gerne an den Herrn Draghi weitergeben können. Aber auch das ist nichts, wofür man sich hier feiern lassen muss. Trotzdem, Inszenierung muss ja sein bei Schwarz-Grün. Da gibt es dann einen großen Scheck, mit dem Sie sich fotografieren lassen. Ich hätte Ihnen empfohlen, statt eines Schecks einen Schuldschein zu nehmen, wo Sie die Schulden der letzten 20 Jahre unter CDU-Regierung draufschreiben. Aber wahrscheinlich hätten Sie damit nicht durch die Tür der Landespressekonferenz gepasst. Das wäre ein Problem gewesen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein seriöser Haushälter macht in guten Zeiten zwei Dinge. Er investiert, und er zahlt Schulden zurück bzw. legt für die nächste Rezession Geld zurück. Beides haben Sie nicht hinbekommen, Herr Schäfer. Investieren ist Ihnen nicht gelungen, das mussten Sie selbst zugeben. Die Investitionsquote 2017 war bei 7,0 %, 2018 war 8,7 % geplant. Gelandet sind Sie bei mageren 7,2 %. Investieren nicht gelungen. Bitte landen Sie jetzt. Ich komme zum Schluss. Letzter Satz, Herr Präsident. Der zweite Punkt, Vorsorge, gelingt Ihnen auch nicht. Lediglich 2 Millionen Schuldentilgung bei allein den Jahren, die die CDU in 20 Jahren angehäuft hat, brauchen Sie 100 Jahre, um alleine Ihre eigenen Schulden zurückzuzahlen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist kein Grund zum Feiern, das ist ein Grund zur Sorge. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Es ist ja eine so spannende Haushaltsdebatte, dass jeder überzieht. Ich hoffe, der Kollege Rahn von der AfD macht das nicht. Sie haben jetzt das Wort. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Titel dieser Aktuellen Stunde lautet Haushaltsabschluss 2018. Solide und nachhaltige Finanzpolitik zahlt sich aus. Den zweiten Satz können wir sicher alle unterschreiben, aber Ihre Haushaltspolitik ist weder solide noch nachhaltig. Auf den ersten Blick sieht es ja durchaus so aus. Sie haben eine schwarze Null geliefert. Das ist zunächst einmal erfreulich. Und Sie haben Schulden abgebaut. Auch das ist erfreulich. Aber das, was Sie hier als Erfolg werten, ist für den
ja, im realen Leben eigentlich normal. Das heißt, jeder Privatmann, jedes Unternehmen kann nicht mehr ausgeben, als es einnimmt, und jeder, der Schulden hat, versucht, diese auch möglichst schnell zurückzuzahlen. Und dann betonen Sie, ich habe Ihre Broschüre gelesen, betonen Sie, 200 Millionen € gehen in die Konjunkturausgleichsrücklage. Ja, damit führen Sie ja nur ein Gesetz aus. Das heißt, Selbstverständlichkeiten und gesetzeskonformes Handeln werden von Ihnen als besondere Leistung verkauft, für die Sie hier jetzt auch noch gelobt werden wollen. Schulden zurückzahlen als besondere Leistung. Sie vergleichen dann das mit den letzten 50 Jahren, 1969 bis 2019, und führen aus, dass mit wenigen Ausnahmen immer eine Neuverschuldung gab. Die lag zwischen 200 Millionen und 2,7 Milliarden. Dazu muss man Sie erinnern, von diesen 50 Jahren haben Sie, CDU, 20 Jahre regiert und teilweise sogar alleine. Aber eine unsolide Haushaltspolitik kann doch kein Maßstab für Ihr Handeln heute und hier sein. Und dann führen Sie aus, dann planen Sie für die Zukunft Rückzahlung von 200 Millionen € pro Jahr. Auch das hört sich zunächst einmal viel an. Es ist auch viel Geld. Aber Sie unterschlagen dabei die Information, wie hoch der Schuldenstand ist. Der ist 40 Milliarden €. Das heißt, Sie brauchen 200 Jahre, bis Sie das zurückgezahlt haben. Da können Sie sich natürlich locker hinstellen und sagen, in 200 Jahren sind wir schuldenfrei. Da sind Sie ja wahrscheinlich nicht mehr im Amt. Jetzt stellt sich die Frage, wie haben Sie diese schwarze Null erreicht? Zunächst einmal, auch das ist heute schon gesagt worden, Sie haben konjunkturbedingt höhere Steuereinnahmen, für die Sie ja nichts können. Und Sie haben auch an der einzigen Steuerschraube gedreht, die Sie zur Verfügung haben, nicht jetzt, aber vor einigen Jahren, haben Sie die Grunderwerbsteuer von 2% auf 6% erhöht. Also in wenigen Jahren das Dreifache. Das hat ja noch nicht einmal die Bundesregierung in 50 Jahren Mehrwertsteuer geschafft. Die haben es gerade einmal geschafft, knapp zu verdoppeln. Und dann ist die Grunderwerbsteuer auch noch eine extrem unsoziale Steuer, denn sie trifft zum einen die Familien, die ihr Eigenheim bezahlen wollen, und sie trifft auch Mieter, weil natürlich der Vermieter die Grunderwerbskosten auf die Miete umlegt. Und dann haben Sie auf der anderen Seite auch geringere Ausgaben gehabt. Sie haben weniger investiert. Sie haben einen Soll vorgegeben von 8,7%. Gelandet sind Sie bei 7,2%, also ein Delta von 20%, wenn Sie es richtig ausrechnen. Und dabei ist dieses Soll schon historisch niedrig. Sie lagen in den Jahren 2009 bis 2012 bei jeweils über 10%. Und jede unterbliebene Investition belastet zukünftige Generationen. Also das ist alles andere als nachhaltig und generationengerecht. Und dann noch vor dem Hintergrund einer historisch niedrigen Zinsbelastung. Rechnen Sie es einmal aus, wenn Sie eine zusätzliche Zinsbelastung von 0,5% haben, dann landen Sie auch schon wieder bei diesen 200 Millionen €, die Sie dann eben nicht mehr zurückzahlen können. Und dann loben Sie sich, dass Sie den kommunalen Finanzausgleich erhöht haben um 7,5%. Auch das hört sich gut an, ist aber nur die halbe Wahrheit, weil Sie im Gegenzug den Kommunen zusätzliche Ausgaben aufgebürdet haben, die das nicht annähernd kompensiert. Der kommunale Finanzausgleich ist chronisch unterfinanziert, und Sie erfüllen damit Ihren Auftrag aus Artikel 137 HV nur bedingt. Und dann haben Sie aus dem Länderfinanzausgleich, ich habe hier eine Angabe von 550 Millionen, korrigieren Sie mich, wenn es nicht stimmt. Eigentlich hätten Sie das auch zur Schuldentilgung verwenden können, haben Sie aber nicht getan. Also 200 Millionen haben Sie getilgt, da bleibt ein Delta von 350 Millionen. Und dann sparen Sie auch bei den Bildungsausgaben, öffentliche Bildungsausgaben in Prozent des BIP, auch das ist gestern schon erwähnt worden, OECD-Durchschnitt ist 5%, Durchschnitt der Bundesrepublik 4% und in Hessen sind es 3,5%. Dabei ist Bildung unser einziges Kapital. Das ist eine Investition in die Zukunft. Unser Fazit: Ihr Haushalt ist nur deswegen ausgeglichen, weil Sie konjunkturbedingt hohe Einnahmen haben, weil Sie geringe Ausgaben haben. Das heißt, Sie verschieben Ausgaben auf die Zukunft und belasten damit zukünftige Generationen. Dieser Haushalt ist weder solide noch nachhaltig und schon gar nicht generationengerecht. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war ja fast eine Punktlandung gewesen.
Das war die erste Rede des Kollegen Rahn. Als nächstes kommt Kollege Schalauske für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Anwesende auf der Besuchertribüne! Mit dem Blick auf den Titel der Aktuellen Stunde der CDU-Fraktion muss erneut festgehalten werden, und wir sind das ja aus der Vergangenheit schon gewohnt, wenn hier wirklich etwas solide ist, dann ist es vor allem die Marketingstrategie des Hessischen Finanzministeriums. Wir sind es gewohnt, gebetsmühlenartig, aber zugegebenermaßen öffentlichkeitswirksam, werden die viel zu kleinen Sonderinvestitionsprogramme des Landes ein um das andere Mal von Ihnen beworben. Hier eine Pressekonferenz in Wiesbaden, da die höchstpersönliche Übergabe von Förderbescheiden, damit die lokalen Medien auch auf gar keinen Fall verschweigen können, wer da der gönnerhafte Wohltäter ist. Was die Kommunen aber wirklich brauchen, das sind nicht immer neue, viel zu kleine Investitionsprogramme, keine Gängelungen mit Schutzschirmen und Hessenkasse, sondern eine auskömmliche und bedarfsgerechte Finanzierung, die auch Investitionen ermöglicht. Und es sei dieser Nebensatz gesagt, wenn hier eine Rechtsaußenfraktion die Finanznot der hessischen Kommunen beklagt, wenn von mangelnden Investitionen geredet wird, dann muss man auch darauf hinweisen, dass Ihre Steuerpolitik die Gut- und Besserverdienenden begünstigen würde und zu großen Einnahmenausfällen der öffentlichen Hand führen würde. Deswegen ist das wohlfeil. Ihre Finanzpolitik würde allen Menschen schaden, die auf eine ausgebaute, gut ausgebaute öffentliche Infrastruktur angewiesen sind. Jetzt aber zurück zur Landesregierung. Die hat verkündet, wie sparsam sie gewirtschaftet hätte. Sie freuen sich darüber, dass sie viel weniger Geld ausgegeben haben. Und auch der grüne Koalitionspartner, der stimmt in diesen Chor mit ein. Man freue sich darüber, dass die vermeintlichen Haushaltsverbesserungen zu einem erheblichen Teil auf Einsparungen beruhen. Man habe, Zitat, seriös, sorgsam und solide gehaushaltet. So liest man die Stellungnahme des Kollegen Kaufmann. Man kann es auch anders formulieren. Ihr Credo, sparen, 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 das ist weder nachhaltig noch innovativ. Es ist einfältig und zukunftsfeindlich. Es schadet zukünftigen Generationen, weil es ihnen eben eine marode Infrastruktur hinterlässt. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, die GEW, die hat Ihnen doch die Folgen dieser vermeintlich nachhaltigen Finanzpolitik aufgezeigt. In Hessen mussten letztes Jahr 3 Schulen wegen Einsturzgefahr geschlossen werden, eine in Kassel und 2 in Neukirchen. Die Gewerkschaft beklagt den maroden Zustand zahlreicher Schulen, weil sie heutigen Anforderungen nicht gerecht werden. Aber, meine Damen und Herren, der Unmut wächst. Zuletzt haben zahlreiche Schüler, Eltern und Lehrer in Kassel unter dem Motto „Unsere Zukunft erkämpfen“ im Rahmen eines Schulstreiks gegen den maroden Zustand der Schulen protestiert. Wir begrüßen diesen Protest ausdrücklich, und wenn die Landesregierung nicht endlich mehr tut, dann wird es auch mehr Proteste geben. Und der Sanierungsstau im Schulbereich, der passt ja hervorragend zum Thema Jahresabschluss 2018 und sehr gut zu den Zahlen des Finanzministeriums. Noch im vergangenen Jahr haben Sie angekündigt, Sie wollen eine Niveauverschiebung bei den Investitionen. Dieses Ziel ist sang- und klanglos gescheitert. Es gibt keine wesentliche Steigerung bei Investitionen. Es ist schon darauf hingewiesen worden, die Investitionsquote liegt bei 7,2 % und damit sogar deutlich unter dem Niveau der Vorjahre. Diese Landesregierung hat es geschafft, in einem einzigen Jahr fast eine Viertelmilliarde nicht auszugeben. Meine Damen und Herren, angesichts bröckelnder Schulbauten und grassierender Wohnungsnot ist das schlicht ein Skandal. Das Problem ist hausgemacht. Sie haben über Jahrzehnte die öffentlichen Verwaltungen kaputtgespart, und jetzt wundert man sich, dass die Bauverwaltungen nicht mehr genug Personal finden. Aber was machen Sie? Sie freuen sich auch noch über dieses Problem und verkaufen das als großen Erfolg. Über 200 Millionen €, die für Personal geplant waren, konnten nicht ausgegeben werden. Umgerechnet sind das mehrere tausend Stellen. Das, meine Damen und Herren, ist keine verantwortungsvolle Finanzpolitik. Das ist schlicht Politikversagen. Aber was will man auch von einer Landesregierung erwarten, deren Finanzminister
auf einen langen Zeitraum Milliarden mit fragwürdigen Derivatgeschäften verzockt hat. Ich sage nur Forward Payer Swaps. Darüber wird noch zu reden sein. Nun behaupten Sie, Sie hätten eine Trendwende geschafft, weil erneut Altschulden von 200 Millionen € getilgt worden sind. Glauben Sie denn wirklich, dass die Menschen in diesem Land sich so für dumm verkaufen lassen? In diesem Tempo bräuchten Sie mehr als 200 Jahre, um die Schulden des Landes abzubauen. In Ihrer Verantwortungszeit der CDU haben sich die Schulden mehr als verdoppelt. Das ist keine Trendwende, das ist eine schädliche Symbolpolitik. Und statt dem Fetisch der schwarzen Null zu huldigen, wäre es schön, wenn in Hessen begonnen würde, den Investitionsstau zu erheben, ihn auch dann zu beseitigen und sich für ein sozialgerechtes Steuersystem einzusetzen, dass die Reichen und Vermögenden in diesem Land endlich wieder angemessener an der Finanzierung des Gemeinwesens beteiligt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schalauske. Und nun die Wortmeldung von Frank Kaufmann für die GRÜNEN. Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn man, wie ja, denke ich, niemand bestreiten kann, im Jahre 2018 hier mit dem Landeshaushalt ein sehr gutes Ergebnis erzielt hat, sich dann anschließend so marktschreierisch aufzuregen, dass man einerseits zu wenig Geld ausgegeben hätte und andererseits zu wenig Schulden getilgt hat, zeigt doch nur, dass die verehrten Kolleginnen und Kollegen, insbesondere die, die sich auch neu jetzt mit dem Haushalt befassen, noch etwas, sagen wir mal, mehr an Klarheit gewinnen sollten. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, diese Aktuelle Stunde zu nutzen, um die neuen Kollegen, insbesondere Frau Schardt-Sauer und auch den Kollegen Weiß, gemeinsam mit dem Kollegen Reul sozusagen hier freundlich in der Haushälterrunde in dem Sinne zu begrüßen, weil wir Haushälter sind schon ein bisschen auch eine Solidaritätsgemeinschaft, weil wir alle wissen, die Haushälter sind die Minderheit, die von der Mehrheit der gerne Geld ausgebenden Fachpolitiker nicht selten, sagen wir mal, an den Rand gedrängt zu werden drohen. Und deswegen muss man auch zusammenhalten. Dazu lade ich weiterhin gern ein. Und ich bin ein bisschen betrübt darüber, Frau Kollegin Schardt-Sauer, dass Sie nun nicht mit uns feiern wollen. Vielleicht können wir das ein bisschen verschieben, dann, wenn wir uns zusammengefunden haben. Ich denke, das wäre ganz gut. Ich möchte zu Beginn meiner Rede aber auf jeden Fall auch mich bei den Bediensteten des Landes Hessen und den vielen Menschen, die dabei mitgewirkt haben, dass die Haushaltskonsolidierung uns in der vergangenen Wahlperiode so, und ich sage es betont, so exzellent gelungen ist. Wir haben die Vorgabe der Schuldenbremse, und wir haben sie mehrere Jahre vorher als Vorschrift gegeben war, schon bereits eingehalten. Und wir haben natürlich es vor, diesen Kurs weiterhin fortzuführen, sprich keine Neuverschuldung mehr. Und insoweit ist die eine oder andere Rechenart und Weise, die wir gerade hören durften, hier auch in sich nicht schlüssig, weil natürlich ist Vorsorge und Schuldenabbau zusammengehen müssen. Und wenn ich von der Vorsorge jetzt rede, wir haben die Konjunkturausgleichsrücklage, die ja genau die Vorsorge ist. Da schiebe ich einmal ein. Der verehrte Bundesfinanzminister ist noch kein Jahr im Amt, und schon verkündet er uns, dass die Einnahmen der öffentlichen Hände zurückgehen werden. Ich will jetzt da nicht eine Kausalität definieren, aber es ist schon bedauerlich, weil in der Vergangenheit war das, wie alle ja hier betont haben, anders. Und wenn wir uns darauf einstellen, dass man Mindereinnahmen nicht völlig ausschließen kann, um sehr zurückhaltend zu sagen, auch nach der Aussage des Finanzministers, dann ist es genau richtig, sich hierfür eine Ausgleichsrücklage zu schaffen. Denn wir wissen ja, dass die Ausgaben zunächst einmal auf dem Stand sind, wie sie sein werden, und dass insbesondere, das reden Sie ja hier alle drüber, die Kommunen auch ihre Bedürfe ausgedrückt und abgegolten haben wollen. Meine Damen und Herren, wenn ich mir die Pressemitteilung und auch das, was hier gesagt worden ist von den verehrten Kolleginnen und Kollegen, insbesondere der Opposition, da genauer angucke, dann ist das nicht frei von Widersprüchen. Und das sollten Sie darauf noch einmal achten. Denn die Gesamtsumme, die immer von Ihnen beschworen wird mit
mit 1.000 Millionen, also 1 Milliarde mehr Einnahme, teilt sich sehr sinnvoll auf. Denn wir haben insgesamt im Vorsorgebereich rund 600 Millionen ausgewiesen. Das ist schon mehrfach angesprochen worden. Wir haben darüber hinaus auch, und da komme ich zu dem Punkt, der natürlich auch ein Stück ein Problem ist, wer wollte das leugnen, dass wir in Investitionen insgesamt besser werden müssen. Aber die Stärkung der allgemeinen und der Ressortrücklage dient genau dazu, bei dem überhitzten Markt, insbesondere im Baubereich, nicht im Augenblick überteuert rauszuschießen, sondern das Geld für die Durchführung der Investitionen dann bereit zu haben, wenn sorgfältig geplant und entsprechend die Marktbedingungen auch so sind. Das ist übrigens eine Situation, die auch in der Wirtschaft ganz genauso gesehen wird und nicht nur hier bei den öffentlichen Händen. Von daher die Forderung, dass man mehr in die Schuldentilgung und weniger in die Rücklage geben sollte, ist genau kontraproduktiv. Wenn wir bei dem Stichwort Schuldentilgung sind, will ich noch eines ganz deutlich sagen. Das habe ich schon mehrfach in der Vergangenheit angesprochen. Ja, wir wollen von dem Schuldenberg des Landes ein Stück weit runter. Aber nein, es kann kein sinnvolles Ziel sein, dass die öffentlichen Hände völlig frei von Fremdkapital ihre Investitionen finanzieren. Alle, die finanzwirtschaftlich ein bisschen Durchblick auch nur haben, würden das sofort bestätigen. Deswegen rate ich Ihnen allen, rennen Sie diesem Fetisch nicht hinterher. Ich komme zu meinem Fazit. Der finanzwirtschaftliche Kurs der Koalition ist aus unserer Beurteilung richtig und gut für Hessen. Und deswegen, das wird Sie nicht überraschen, wollen und werden wir ihn auch fortsetzen. Vielen Dank. Vielen Dank. Kollege Kaufmann hat für die Fraktion gesprochen, und der Staatsminister redet jetzt für die Landesregierung. Dr. Thomas Schäfer hat das Wort. Sehr verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich will mich zunächst sehr herzlich bedanken, weil unabhängig von den jeweiligen politischen Standorten der Vorredner jedenfalls die gemeinsame Überzeugung, die Beteiligten zu einigen scheint, dass die Öffentlichkeitsarbeitseinheit meines Ministeriums jedenfalls sehr gut funktioniert. Ich bedanke mich auch im Namen der betroffenen Mitarbeiter sehr herzlich für das Kompliment. Aber, und das trennt dann möglicherweise einen Teil der Einschätzung des Hauses, wir sind auch der Auffassung, dass die Grundlagen dessen, was dort in der Öffentlichkeit publiziert wird, es sehr wohl lohnt, auch in dieser Weise kommentiert zu werden, wie wir das gemacht haben. Stellen Sie sich einmal vor, in der Debatte um die Schuldenbremse, die Einführung der Schuldenbremse, die wir geführt haben in den Jahren 2009 und 2010, es hätte damals jemand prophezeit, dass es gelingt, im Jahr 2018 zum Jahresabschluss einen Überschuss von über 1 Milliarde € auszuweisen. Ich glaube, jeder, der an der Debatte ernsthaft beteiligt gewesen ist, hätte dies für ausgeschlossen gehalten. Es gab ja nicht wenige auch in diesem Hause, die es für ausgeschlossen gehalten haben, dass wir die Schuldenbremse überhaupt innerhalb des Zeitraumes, die die Verfassung nunmehr vorgibt, werden einhalten können. Insofern haben wir uns enorm positiv nach vorne entwickelt. Und Frau Kollegin Schardt-Sauer, ja, die Investitionsquote in der gemeinsamen Regierungszeit mit den großen Investitionsprogrammen in der großen Krise, übrigens in besonderer Weise schuldenfinanziert, nur unter uns, aber die höchste Schuldenquote im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt hatten wir am Ende unserer gemeinsamen Regierungszeit mit 17,2 %. Wir sind jetzt wieder deutlich runter bei 14 %. Und wenn wir die Annahmen der mittelfristigen Finanzplanung mal ungefähr unterstellen, werden wir am Ende der Legislaturperiode ungefähr bei 12 % liegen im Verhältnis zu unserem Bruttoinlandsprodukt. Also ich glaube, dass das ein sehr, sehr ehrgeiziges Ziel wird. Und damit komme ich auch ein bisschen auf die Perspektiven zu sprechen. Das, was wir gesehen haben und sich in den Auswirkungen auf den Länderfinanzausgleich zeigt, während die anderen Bundesländer im letzten Jahr durchschnittliches Steuereinnahmenwachstum von 6,2 % hatten, lag das originäre Steuereinnahmenwachstum in unserem Bundesland bei 1 %. Ich habe es im Rahmen der Pressekonferenz schon einmal gesagt, ich will nicht hoffen, dass es ein ähnlicher Vorbote ist wie zu der Zeit der großen Krise 2008, 2009.
2008 hatten nämlich auch alle anderen Bundesländer noch wachsende Steuereinnahmen, während wir schon zurückgehende Steuereinnahmen hatten, weil aufgrund der Wirtschaftsstruktur, der hessischen Wirtschaftsstruktur, Einschläge immer ein Stück schneller kommen als woanders. Ich hoffe sehr, dass es bei den Ankündigungen, Einschätzungen einer gewissen Abkühlung bleibt und wir nicht noch weiter runtergehen müssen mit unseren Erwartungen, was weiteres Wirtschaftswachstum anbetrifft. Und deshalb war es richtig und es war notwendig, bei unserer Entscheidung, wie viel nehmen wir in die Hand und zahlen real alte Schulden zurück, und wie viel legen wir beiseite, um gerüstet zu sein, dass, wenn die wirtschaftliche Situation eine Eintrübung erfährt, dass wir in der Lage sind, verantwortliche weitere Haushaltspolitik betreiben zu können. Deshalb war es richtig, dass wir entschieden haben, die Rücklagenbasis ordentlich zu stabilisieren. Und dann bin ich bei dem, was Frank Kaufmann gesagt hat. Wenn wir uns einmal anschauen, die Investitionsquote, ja, wir hätten sie auch gerne höher gehabt. Aber dort, wo wir mit eigenem Personal im Wesentlichen die Investitionen steuern, haben wir eine Auslastung der Investitionsquote von fast 95%, höher als im Vorjahr. Die Sorge um den Straßenbau ist dabei unbegründet. Wir haben beim Straßenbau sogar eine Haushaltsüberschreitung gehabt, mehr ausgegeben, als wir angesetzt haben. Wo wir aber Probleme haben, offenbar, ist dort, wo aus vom Land verwalteten Fördermitteln, ELA als Stichwort, Dritte investieren sollen. Und dort schieben wir Investitionen vor uns her, und deshalb haben wir eine Rücklage gebildet, um diese Investitionen im Folgejahr abbilden zu können. Deshalb ermöglicht diese Rücklagenbildung gerade Investitionen und behindert sie nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ab und zu. Ab und zu ist es halt eben notwendig, auch ein bisschen tiefer in die Details zu schauen, wenn man sich am Ende mit finanzpolitischen Fragen beschäftigt. Lassen Sie mich eine letzte Bemerkung hinzufügen. Wir werden sicherlich in der Haushalts- und Finanzpolitik auch hier manch streitige Diskussionen in den nächsten Jahren zu führen haben. Aber das, was Frank Kaufmann über die Gemeinsamkeit von Haushaltspolitikern gesagt hat, glaube ich, sollten wir uns bewahren. Auf uns kommen möglicherweise finanzpolitisch unkommodere Zeiten zu. Und ich weiß auch, wenn die Überschüsse da sind, sind immer andere dafür verantwortlich. Und wenn es schwieriger wird, ist der dämliche Finanzminister dafür zuständig. Diese Aufgabenteilung ist okay. Damit lebe ich. Das ist in den Amtsbezügen enthalten. Aber lassen Sie uns gemeinsam, da wollte einer klatschen, den will ich nicht daran hindern, aber das ist in Ordnung. Aber jedenfalls lassen Sie uns versuchen, gemeinsam an der Stelle ein paar Grundüberzeugungen uns bewahren, dass wir nämlich versuchen müssen, bei allen Herausforderungen, die die Zukunft dort am Ende haben wird, dafür zu sorgen, unseren nächsten Generationen auch einen finanziell handlungsfähigen Staat zu hinterlassen. Und darum wollen wir uns gemeinsam kümmern. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Sie als Mitglied der Landesregierung haben ja das Recht zu überziehen. Aber Sie haben es nicht länger gemacht, als die Fraktionen es gemacht haben, sodass ich jetzt auch nichts mehr verteilen werde, sondern feststelle, dass die Aktuelle Stunde hiermit gegeben ist und beendet ist. Und ich Ihnen darüber hinaus mitteile, dass mir mitgeteilt worden ist, dass nunmehr wir in die Mittagspause eintreten und dass der Tagesordnungspunkt Nummer 21 als erster Punkt nach der Mittagspause aufgerufen wird. Wenn das so ist, dann schließe ich die Sitzung um 12.57 Uhr und eröffne wird sie um 15 Uhr an gleichem Raum, an gleicher Stelle. Guten Appetit!